Ja, hallo Leute, willkommen zu einem Video von mir. Und zwar, ich habe jetzt gestern, glaube ich, oder vorgestern ein Paket vom lieben Chris von Cheatoholics bekommen. Und zwar waren da Haufen Sachen drin, ja. Unter anderem auch, wo habe ich ihn jetzt hingeworfen? Malas, genau, Malas Lemon, Zitrone, ja. Ist ja zurzeit wieder, gibt es ja wieder einen neuen Tabak, der ein bisschen gehypt wird, ja. Und ja, dann teste ich das Ganze einfach mal für euch. Kommen wir mal zum Geruch des Ganzen. Das Ganze riecht jetzt ein bisschen merkwürdig nach einer Zitrone. Ein bisschen säuerlich, leicht frisch. Aber der Geruch haut mich jetzt nicht so vom Hocker, ja. Also, wo ich den gerochen habe, dachte ich mir, okay, packst du ihn überhaupt in den Kopf? Ja, das Ganze rauche ich mit dem Hotshot RT. Bilder blende ich euch schnell ein. Und drei Tom Kokocha-Kohlen, die gelben. Amy Deluxe 630, Hooker Brothers in Grün, wie immer, ihr kennt es ja. Ja, und dann kommen wir einfach mal zum Rauch. Ihr seht, der Rauchbombe. Da gibt es nichts zu meckern. Rauchentwicklung ist sehr gut. Schnitt ist sehr fein. Meiner Meinung nach finde ich den zu fein. Ich hätte jetzt gern, sag ich mal, so eine leicht feinere Variante von Alvaha. Wäre meiner Meinung nach perfekt. Kann man super einen Tonkopf rauchen in allen Köpfen. Aber der ist für einen Tonkopf schon zu fein. Der ist quasi sehr faserig, sehr, sehr fein geschnitten. Ja, meiner Meinung nach ein bisschen zu fein. Aber okay. Kommt immer darauf an, in welchen Köpfen ihr raucht. Ja. Feucht ist er. Ja, dann kommen wir mal zum Geschmack des Ganzen. Also das Ganze schmeckt nach einer spritzig-säuerlich-süßen Zitrone. Wie soll es auch anders sein, ja? Wird jetzt nicht nach Apfel schmecken. Ja, ab dem Abgang noch kommt die säuerliche durch von der Zitrone. Also ist gar nicht mal schlecht getroffen. Könnte meiner Meinung nach ein Ticken noch intensiver sein. Ja, jetzt wird der Alarm wieder kommen, rauchst du im Hotshot der Tee, da muss der intensiv schmecken, ja. Meiner Meinung nach könnte der ein Tick krasser sein. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz die Kohlen verschieben, mal ein bisschen mehr Power geben den Ganzen. Jetzt kommt er. Komischerweise verträgt er auch sehr viel Hitze, ja. Trotz des sehr, 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 sehr feinen Schnitts. Ja, ist eigentlich ein leckeres Ding, ne? Würde ich 9 Punkte geben. Ihr könnt euch auch, ich habe letztens bei einem Kumpel, Benny, lieben Gruß an dich, Alvaro Lemon haben wir da, glaube ich, geraucht. Der war auch lecker. Aber der ist in Ordnung, ja. Wenn ihr wollt, probiert ihn. Wenn nicht, holt euch Alvaha. Ist auch lecker. Ja, nochmal kurz, noch eine kleine Info. Gewinnspiel habe ich ja jetzt Rate den Tabak. Sind es, glaube ich, schon 80 Kommentare oder so, ja. Ich kann jetzt schon mal sagen, es war schon eine richtige Antwort dabei. Ja, das Ganze werde ich morgen auswerten. Kommt, denke ich mal, morgen späten Nachmittag werde ich das Video raushauen. Ja, und dann sollte es gewesen sein. Wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, meine Freunde, ja. Und ja, morgen oder Montag soll es ja wieder richtig schweinekalt werden. Ich hoffe, der Sommer kommt bald raus, ja. Und ja, dann können wir wieder die Sommerautos rausholen, wer überhaupt ein Sommerauto hat, ja. Und ja, dann sollte es gewesen sein von mir. War das Lemon. In diesem Sinne, euer Shisha Schmidti. Peace.
So.